Mango. Mango. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Heart Gold in der Randomizer Stoning Challenge. Mal wieder natürlich mit Silber. Ja, moin moin. Ja. Ich bin gerade ein bisschen Brain AFK, aber auf jeden Fall habe ich es in der letzten Folge ein bisschen versaut. Dadurch haben wir ein paar Pokémon verloren. Gut, lässt sich jetzt nicht also ändern. Lässt sich jetzt nicht ändern. Glück. Oh! Togepi! Okay, ist nicht gerandomized. Wollen wir Togepi behalten oder wollen wir uns dann dafür ein anderes Pokémon fangen? Togepi war, Togekiss ist eigentlich auch immer sehr stark gewesen. Ja, das stimmt. Nur da brauchen wir einen Funkelstein für, um den zu Togekiss entwickeln zu können. Ja, das wird dann schwierig. Yep. Wie wollen wir das machen? Wollen wir dann einfach hier in der Nähe ins Gras gehen und dafür dann einen Encounter holen? Wo wir schon waren? Könnten wir machen. Wäre schön, wenn wir uns das aussuchen könnten. Also wenn der Encounter scheiße ist, behalten wir Togepi. Okay, gut. Nee, aber das können wir jetzt auch nicht machen. Ah, ich komme auf der Tastatur nicht klar, weil der blöde Emulator hier meinen Controller nicht erkennt. Ah, oh, fuck. Also ich bin jetzt nach oben gerannt. Was waren hier eigentlich in der Stadt? Haben wir irgendwas Besonderes, was wir hier machen müssen? Ja, Arena ist nach der Brücke auf der rechten Seite. Wenn du unter der Brücke hergehst. Okay. Achso, da ist sie schon. Na gut, dann. Also du kämpfst jetzt erstmal gegen die hier, ja. Ja, aber der kannst du auch ausweichen, wenn du rechts dran vorbeigehst. Egal. Ich hab den Speed noch auf Maximum Rally gedreht. Ach, passt schon. Ui, die sind von Level her schon ganz schön angezogen. Ich stehe genau vor dem. Hab ich mir auch gerade so bei dir gedacht. Ich stehe genau vor dem Typ. Ich dachte, der kämpft. Vielleicht will er nicht kämpfen. Was ist ein Erinnerungsfoto? Oh, jetzt geht's rund hier. Okay. Ja. Alles klar. Oh ne, ein Teamkampf. Okay. Den Teamkampf konnte ich ausweichen. Wenigstens ja, etwas. Übrigens, das nennt man Doppelkampf und nicht Teamkampf. Der kämpft nicht das ganze Team auf einmal. Wow. Nur so nebenbei. Sei mal nicht so pingelig. Bin ich aber, gerade wenn es um dich. Ein dummes Stück. Klatsch. Du kriegst noch einen Drachenwut hinterher und ciao. Und und Knackrack ist verbrannt. Guckst du so doof? Ich gehe da rechts ins hohe Gras. Da haben wir übrigens zwei Encounter, ne? Einmal halt für das Ei und einmal den normalen Routen-Encounter. Also ist das so festgelegt bei der Challenge, dass das dann so läuft? Beim Ei zum Beispiel, oder? Eigentlich sollten die Eier halt auch gerandomized sein. Nur da die es jetzt nicht sind, würde ich sagen, dürfen wir uns dafür dann random Pokémon aus dem hohen Gras holen, würde ich sagen. Ich hoffe, das lohnt sich wenigstens. Weil wenn wir jetzt einmal ins hohe Gras nehmen, okay, das kann auch der normale Encounter sein, aber wenn es dann doch zwei Scheißviecher wären, wie bei dir. Sowas wie bei mir gerade. Okay. Finde ich nicht schlecht. Aber ich habe das größte Scheißvieh. Ich bin jetzt von Vesprit auch nicht zu 100% überzeugt. Es war ganz cool, ein Psycho Legi in der Richtung im Team zu haben, ja, aber gut. Die können wir. Und klatschen wir sie weg. Du hast Empoleon auch aufgegeben, glaube ich, in der letzten Folge. Also. Gut, du greifst an. Ja. Alles klar. Kriegst du Kopfnuss. Einen haben wir noch, einen Versuch. Na. Ja. Ein Drachengut. Mann! Achso. Ich hab. Jetzt hast du den Scheiß, echt jetzt? Ich hab aber auch nichts Geiles. Perfekt. Geile Route. Geile Route. Komm mal auf den Namen von meinem.
Oh Mann. Butterfree. Ich sag ja, der ist butterfrei. Ach. Der ist ein Margarine-Typ. Guck mal. Ja, wow, bei denen leben Vesprit und Suicune. Bei mir leben Butterfrei und Zierpurze. Das war eng, das habe ich zu spät gesehen. Lass Knackkack nicht draufgehen, ne? Er war gerade kurz davor, sagen wir es mal so. Der Mute-Knopf oben auf meinem Mikro ist echt praktisch. Ich bin nämlich gerade die ganze Zeit weiter am Niesen und ich weiß nicht warum. Ja, bei mir lebt nur Scheiße. Nein, ich will deine Telefonnummer nicht, geh weg. Ah, da ist er wieder. Könnte man den Typen, den Käfer sammeln, den du gerade hattest, als Pädophil bezeichnen, weil er die Nummer vom kleinen 10-jährigen Kind haben will? Also vom kleinen 10-jährigen Mädchen? Irgendwie schon. Der liegt Pokéball. Nationalpark, hier haben wir noch einen Encounter. Ach, du bist da oben weitergelaufen? Ja. Ah, toll. Rizeros hätte ich auch genommen, ist auch ein geiles Vieh. Erstmal. Ja, aber da hätte man in der Theorie sogar Spezistars machen können, weil er noch eine Weiterentwicklung hat, aber der per Tausch entwickelt werden muss. Ah, schon. Da ist ein Schützer und Tausch. Aber gibt's die Weiterentwicklung gibt's hier, ja? Also ja. Rihornio. Ja, an sich gibt es den hier. Stahlbrief, natürlich. Und ich... Eigentlich müsste ich nochmal zurück und die Verbrennung von Knackrack heilen, weil das gibt mir echt auf den Keks gerade. Warte so lange. Bei mir gibt's dann so lange einen Cut. Oh Mann, ich muss mal kurz. Oder hab ich irgendwas. Kann ich mit den Bären. Fragia-Beere, hast du eine Fragia-Beere? Guck mal, ne, ich hab nur die hier. Nee. Nee, okay, bringt nichts. Oh. Bevor jetzt hier durch irgendeinen blöden Zufall Knackrack drauf geht. Ey, guck mal, wer der ist. Ja. Das wäre interessant gewesen, wenn der jetzt ein Counter-Icon wäre. Ja, das wäre lustig gewesen. Wo lang geht's hier eigentlich? Okay, da ist eine Abkürzung zu einer anderen Route. Also dann gehst du um den Nationalpark drumherum. Ah, sehe ich schon. Gut. Oh. Dein Ernst? Also die Bäume wachsen ganz schön schnell nach, ne? Irgendwie schon, ja. Da ist er wieder. Ich bin an der falschen Stelle stehen geblieben. Ja, bist ein bisschen dumm, ne? Ich hasse es. Ey, das ist genauso ein Pädophiler hier. Ne, da gehe ich nicht lang. Ich gehe hier lang. So. Alle pädophile Opa. Weil so ein Doppelkampf kann halt echt gefährlich werden. Ja, die Frage ist, wer denn da konnte. Alter, das ist so nervig. Ich bin immer noch die ganze Zeit am Niesen, ne? Ah. Boah, und ich weiß halt nicht warum. Wer weiß. Was müssen wir eigentlich für die Arena-Tante da tun, damit die uns da reinlöst? Ich bin bescheuert. Wenn ich das. Lol, das sind zwei Einzelkämpfe? Lol. Wenn ich das richtig habe, müssen wir links irgendwo ein Team Rocket, keine Ahnung, das ist wirklich Team, auseinandernehmen. Null. Ich glaube, er ist der Einzige, gegen den ich noch nicht gekämpft habe. Oh. Vielleicht hätte er auch einen Butterfrei gehabt, weiß man ja nicht, ne? Ach du Scheiße, was geht? Okay. Wo ist das hohe Gras? Hier rechts? Nein, weiter nach oben. Ah, oh, okay. Das hier? Achso, ja, ja doch, ich seh's. Wenn du drumherum rennst, ist auch dunkles hohes Gras, dann leben wir auf einem höheren Level. Hier hinten. Also das höhere hohe Gras, das ist das hier. Mal dunkler, fällt mir gerade auf. Das hier,
Und ich glaube, da kann man sogar zwei Pokémon gleichzeitig drin finden oder so, oder? Ach, ah, nein, das war, glaube ich, erst auf Schwarz-Weiß 2 oder ah, so. Ah, schon. Schwarz-Weiß. Ah, scheiße. Scheiße. Ich hab einen Visenior. Der hat eine Kopfnuss dafür gekriegt. Alter, es gibt von Visenior so richtig lustige Pokémon-Fusionen. Ich blende hier mal ein paar ein. Wir können hier eh keinen Encounter mehr holen, deswegen gucke ich mal ins andere Gras, was hier noch lebt. Ja. Scheißen Dreck. Oh. Mijo. Hey. Du kriegst eine Kopfnuss. Also von so. Scheiße. Hast du von so Drachen so eine Kopfnuss gekriegt? Tengulist. Du kriegst auch eine Kopfnuss. Wallbeat. Aber ich will deine Telefonnummer auch nicht. Kein Bock auf Schere. Bäh. Oh. Oh. Der wäre ganz cool. Weiß noch. Ja. Weiß noch, meine Schwester hatte das hier, also hatte Soul Silver als Nintendo-Stil. Und die hat hier im Nationalpark genau den in Shiny gefunden, den du gerade hattest. Die Bälder oder? Randomizer. Oder war das in einer anderen Region im Nationalpark? Auf jeden Fall halt in so einem Nationalpark hatte sie einen Shiny Bibor gefunden. Ach, ein Bibor? Ich dachte jetzt schon, das Libeldra. Nein, 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 Bibor. Ich glaube, hier müssen wir jetzt auch gar nicht lang. Nein, hier können wir jetzt auch gar nicht weiter. Da hinten brauchst du gar nicht weitergehen. Also den Kampfdown brauchst du noch nicht zu machen. Da können wir noch nicht lang. Dabei. Oder können wir uns nicht den Encounter holen? Den holen wir uns später sowieso noch. Beziehungsweise, nein, den haben wir sogar schon. Haben wir den schon? Oh, ja, jetzt. Da geht es rechts zu einer Route, wo wir schon waren. Ah. Dürfte Route 36, glaube ich, sein. Na, meine, gut. Da haben wir schon. Und sonst notfalls holen wir uns den eben, nachdem wir den... Oh, fuck. Nachdem wir da... Jetzt hast du die Probleme. Oh, Mann, dann hat er auch noch vier Bogen. Okay, ich hab mich nicht beschwert. Alter! Okay, auf das hier die auch Bock gehabt. Okay, du kannst. Der ist nicht schlecht, er ist der schnellste Eis-Pokémon. Der kann gefährlich werden, ja. Gegenüber Knackrack. So. Also, wie gesagt, eins der schnellsten Eis-Pokémon ist eins, was deutlich schneller ist. Das ist Nibona. Ah. Ich hab auch gegen alle gekämpft. Nein, einen von beiden unten beim Doppelkampf. Also in Anführungszeichen Doppelkampf hast du noch nicht gekämpft. Ja, den linken. Cresselia. Du bist ganz schön schwach. Oh. Oh, ihn hier mag ich richtig gerne. Turbutz, ja. Blöd, hey. Nur dass Turbutz gegen das... Den Kampf, genau diesen Kampf hatte ich schon mal. Nur halt andersrum, dass ich Turbutz hatte und der Gegner Despotar war. Deswegen habe ich meine Platin-Challenge verloren. Rasiert. Boah, dass die alle nach der Telefonnummer fragen. Dass die alle so nach der Telefonnummer fragen, ja. Ich hab jetzt schon keinen Bock mal mit der Tastatur zu spielen. Tastatur ist ätzend, ey. Wie kann man damit die ganze Zeit regelmäßig spielen, ey? Ich kann's nicht verstehen. Okay. Nee. Das ist eigentlich ganz angenehm. Naja, ich will. Ganz einfach nur mit einer Hand, ne? Na, ich spiel normalerweise ja mit Controller und das ist viel angenehmer. Geht nicht mal unbedingt. Oh doch. Also klar, doch schon in gewisser Weise Pokémon. Ja, nicht nur Pokémon, auch GTA und so weiter. Ah, GTA finde ich nicht. Guck mal, wie viele Tasten du alleine beim, zum Beispiel nach vorne lehnen und nach hinten lehnen drückst, zum Beispiel um 8 und um 5. Ja. Und das mache ich alles mit dem Stick. Ja, und da würde ich halt mega durcheinander kommen bei. Da gewöhnt man sich so schnell dran. Mhm. Ach ja, genau, wir müssen hier das Quiz beantworten. Und dann ist Bianca da. Ein kleiner Tipp. Die Antwort ist, glaube ich, immer ja, wenn ich das richtig habe. Ich guck mir das bei dir mal an. Okay, nein, das ist nicht.
Ist nicht okay. Immer, ja, perfekt. Das war falsch. Ah, ich sehe es ja auf Deutsch, deswegen. Mann. Dieser scheiß Speed. Wo steht denn die Tante? In der Spielhalle? Nein, links. Da links durch. Da oben in dem. In dem schwarzen Haus da drin. Und dann weiter nach rechts. Ah. Moin, moin. Hey, ich kann mit dir nicht quatschen. Nein, du musst auch mit ihr da hinter der Theke quatschen. Oh, Mann. Ja, will ich. Kann dein Pokécom dir die Karte anzeigen? Ja. Ist Nidorina immer weiblich? Das hört man doch schon. Das hört man doch. Was verwendet Kord, der Pokéball-Schmied, Aprikorken als Material? Nein. Aprikokos. Kappador kann keine TM-Attacke erlernen, richtig? Das ist richtig, dass er keine lernen kann, ja. Okay. Ist eine beliebte Sendung. Was ist Marianne, die Co-Moderatorin? Wo soll ich das wissen? Nein, ist er nicht. Ja, ich habe schon selber geraten. Einmal hatte ich ja und da war es falsch. Und jetzt habe ich mit nein richtig. Also nein ist richtig. Ah, okay. So, jetzt können wir in die Arena, oder? Ah, okay, ich sehe schon bei dir. Ach du Scheiße. Vorteil, wenn man den Weg auswendig kennt. Ja, okay, für das. Oh fuck, ich hab verloren. Was soll ich tun? Dann kommt so eine Hardcore-Attacke, Platscher. Alter, er hat Tackle gemacht. Hat mir ein Leben gezogen. Komm ich hier lang? Mann. Ich hoffe, man hört die Tasten nicht, aber es geht gerade leider nicht anders. Ja, bei mir das gleiche. Ich hoffe, man hört bei mir die Tastatur nicht. Also, ich bemühe mich jetzt, nachdem du es gesagt hast, meine Tasten leiser zu drücken. Wenn ich die leise drücke, dann hört man die nicht. Dann höre nicht mal ich die jetzt gerade. Ich höre meine gerade selber schon, das ist das. Obwohl ich eine mechanische Tastatur habe, aber die ist so verdammt leise, die hier. Das ist halt eine optische. Keine mechanische Tastatur so gesehen, sondern eine Optical. Mit Lichtschranken, wenn irgendjemand das was sagt. Hier wahrscheinlich nicht, oder? Nicht direkt, sagen wir mal so. Du weißt doch, wie eine Claymore funktioniert, ne? So mit den Laserstrahlen. Ich bin gerade überfordert. Und ich bin falsch gelaufen. Oder kann ich hier lang? Nein, kann ich nicht. Oh. Lol, guck mal. Entei. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist kein Entei mehr. Hey. Fun Fact an die Zuschauer. Wusstest du eigentlich, dass Entei sowas wie Flammengeburt heißt? Also sieht doch ein bisschen aus. Und das weiß ich durch One Piece. Wie? Geht dir noch eine andere Treppe runter oder bin ich bescheuert? Du bist bescheuert. Hey, ich komm doch hier durch den Torbogen irgendwie nach links, oder? Nein, tust du nicht. Musst du nicht lang. Scheiße. Ach so, da oben ist auch noch ein Torbogen. Ja, ich sehe. Nee. Ja, bist du richtig. Ja, hab ich auch gemerkt. Also wie gesagt, ja, du bist bescheuert. Hardcore-Kampf. Jetzt kann die Alte nicht da drüben stehen bleiben, jetzt muss ich wieder extra rumlaufen. Blöde Kuh. Drachenwut. Jop. Okay, jetzt scheint Drachenwut nicht mehr so viel Wirkung zu haben bei Level 15. Nee, nicht mehr. Am Anfang war Drachenwut halt richtig stark, ne? Okay, hier, die sehen alle so aus. Wäre perfekt zum Schwächen für einen Encounter.
Ja. Oh, jetzt kommt mein Hardcore-Gegner, guck mal. Könnte es reichen. Hey, du kriegst den Kopf los. Ja, das reicht sowieso. Blöde Kuh. So. Na denn, Jalla. Ich hab Knackhaken nicht geheilt, aber der hat nicht viel abgekriegt. Panzeron! Drachenattacken haben auf das Vieh hier Wirkung, ja? Drachenattacken ja, normale Attacken nein. Okay. Mann, ey! Ja. Du kriegst auch eine Drachenklaue. Alter, war das Hardcore. Basiert. Du bist immer noch dabei. Ich bin noch beim ersten Pokémon. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich zuerst mal Keifel drin habe, damit er auch, noch ein bisschen nachzieht wegen Erfahrung und so. Ah, mein Despotar ist Level 23, scheiße. Schau mal, wie die Attacke heißt, die mein Despotar jetzt lernt. Gut, dann guckst du eben nicht. Nee, ich musste gerade nochmal gucken. Trash? Trash. Also oder Müll. Trash also ist, glaube ich, ausgesprochen. Das ist Fuchtlaufen übersetzt. Achso, ich dachte, damit ist Müll gemeint. Deswegen habe ich es ja gesagt. Ah. Mir klar war, dass du das denkst. Also, das ist auch blöde, dass man die Tante jetzt zweimal anquatschen muss, weil die da am Rumheulen ist. Ja. Übrigens, wir beide hatten Legia als zweiten, ne? Sogar wir beide hatten Gen 4 Legia als zweiten. Bei dir habe ich es gar nicht gesehen, wie du da hattest. Was? Wen hattest du da? Ich hatte Tobots. Ah, okay. Der kommt bei dir ganz schön häufig vor jetzt. Auch in der Arena-Kampf, ja? Ja. So. Dann hast du ja auch die Arena hinter dir und dann können wir mit der ersten Folge auch schon Feierabend machen. Könnten wir. Wir müssen auf jeden Fall dann in Richtung Nationalpark dann wieder weiter, ja. Wir müssen uns vorerst hier eine Shigi-Kanne oder Anton-Kanne oder Weimar-Kanne, kommt davon, welche das hier ist, abholen. Neben der Arena ist das, glaube ich, wo wir uns das abholen können. Achso, wenn wir schon einmal dabei sind, packe ich kurz Togepi raus. Aus der Rinn. Squirt Bottle, also Shiggy kann das ist hier, okay. Oh, jetzt rufe ich einen Bodo an. Das klingt richtig nach so einem Pädophilen, ey. Da kommt der Bobo. Oh Gott. Ist das hier das Clownzelt? Ich Keifel an rechts neben der Arena. Okay, rechts. Ah, da. Hätte ich mir denken können, weil es ein Blumenladen ist. Kannst du nicht, also ist das schon das erste Problem bei dir. Tiki-Kanne, so. Okay. Jetzt können wir Schluss machen. Mit der Folge. Also mit der heutigen Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Verbesserungsvorschläge sind immer gerne gesehen. Die Links zu meinen PC-Teilen und der Link zu Silbers ist alles in der Videobeschreibung, genauso wie die Regeln. Dann war's das von meiner Seite aus. Ja, ich wollte bloß jetzt nochmal erwähnen, also ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen lauter bin. Ich habe mein Mikrofon jetzt über OBS ein bisschen geregelt, über den Filter. Ich hoffe, das sollte jetzt einigermaßen so passen, dass es auch mit der Lautstärke jetzt mit hin und so weiter so passt. Also rumschreien wird er hier nicht, deswegen, ich denke mal, er sollte normale Lautstärke haben. Na, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung und ein Abo. Und die PC-Komponenten sind verlinkt, genauso wie die Playlist zu unserem Projekt, dann noch die Regeln und so weiter. Der Kanal von Heno ist natürlich verlinkt. Ja, und dann würde ich sagen, haut da rein, bis nächstes Mal. Ciao, ciao.